David Müller, du bist zurück nach deiner zweiten Verletzung von dieser Saison. Das Mal war der Kopf. Wie war dein erstes Match jetzt nach dem Out? Ja, eben, wie schon gesagt, die zweite Verletzung. Ich habe in meiner ganzen Karriere, ist zwar noch nicht ewig lang, aber ich habe noch nie so eine verletzungsreiche Saison gehabt. Es ist jetzt, sind lange 3 Monate gewesen, 3,5 sogar mit der Hirnerschütterung. Ich habe mich gut gefühlt im ersten Match zurück. Ich weiß, dass jetzt ein Playoff kommt und dann muss man zusammenbeissen. Ja, es ist eine Hirnerschütterung, ist dem nicht Spass, aber ich bin froh, habe ich sonst ein genug grosses Hirn. Oder? Marco Truppmann, wie geht es dir jetzt nach dem ersten Ernstkampf, nach deiner längeren Verletzungspause? Es geht mir sehr gut, ich hatte keine Beschwerden und ich hoffe, es wird in Zukunft weiterhin so sein. Du bist eben länger alt gewesen, mit dem Kopfproblem. Wie schaffst du mental nach so einer schwierigen Phase, nach einem Spiel reinzukommen, wo du volles Tempo da hast, dass man dort mental frei ist? Ja, das kann man auch mit Mentaltraining machen. Das mache ich auch zum Teil. Und, ja, man muss halt die kleinen Sachen, die man hat, schauen, was besser wird. Und, ich habe mich gut vorbereitet auf das Comeback und es ist gut abgelaufen. Wie schaffst du das als Athletikcoach, dass sie ihre Fitness nicht verlieren, wenn sie dann zurück aufs Eis kommen? Fitness verlieren ist ein gutes Stichwort. Ich meine, man darf einfach nichts forcieren. Die Hirnerschütterung ist extrem schwierig, wenn man schaut. Du siehst nichts. Du siehst nicht, wie ein Arm braucht. Du siehst nicht, geht es ihm jetzt gut oder nicht. Also eigentlich ist volles Vertrauen zum Spieler, was er für eine Rückmeldung gibt. Und dort, wir gehen also nach einem Stufenprotokoll, das der Schweizerische Eishockey-Verband aufgestellt hat. Und dort wird eigentlich nach ein paar Tagen ohne Symptome kann man die Fitness eigentlich wieder aufbauen und das Return to Play machen. Joachim Baudot, il était où exactement? On connaît ça avec les 5 pas pour retourner après une commotion. T'es où exactement là? Bon, aujourd'hui, j'ai fait le 5e, je suis au 5e step. C'était mon premier entraînement avec contact. Ça s'est assez bien passé, j'ai pas eu de problème, donc je vais pouvoir avancer avec ça. Donc on va voir à la suite. Ja, am Anfang habe ich ziemlich viel Ruhe gebraucht. Ich war sogar in Zürich im Concussion Center, mich abchecken, verschiedene Tests müssen machen. Ja, dann, glaube ich, nach 2 Wochen habe ich dann langsam wieder mit Intervall wieder ein bisschen versucht, steigen, den Puls aufzutun, schauen, wie es mir geht. Und, ich hatte mal wieder Kopfweh, dann wieder quasi, es gibt ja 6 Schritte, die man machen muss. Und dann bin ich wieder einen Schritt retour. Aber dann war alles gut und jetzt ist es einfach wieder top. Comment tu fais maintenant cette situation qui n'est pas facile aussi mentalement? Tu fais comment toi personnellement pour pas perdre la confiance? Ouais, c'est dur parce que j'étais arrêté un moment quand même, depuis début décembre. J'étais sur une bonne période avant, donc c'est pas facile de s'arrêter comme ça, mais bon, faut se concentrer sur sa santé, puis après prendre les choses l'une après les autres. Maintenant je me sens mieux et puis je vais pouvoir commencer à vraiment jouer et faire ce que j'aime. Man liegt im Bett und denkt, ja, wenn ich dort den Pass nicht gespielt hätte, wäre ich nie in die Situation reingekommen und dann wäre ich nie in den Check reingelaufen oder wäre nie über das Bein gestürzt und habe mir noch die Schulter rausgekommen. Aber im Nachhinein ist es ein Sport, es ist der schnellste Sport auf der Welt, der schnellste Teamsport. Es sind Entscheidungen, die innerhalb von einer Millisekunde gefällt werden. Und im Nachhinein, es ist jetzt halt einfach Pech und ich lasse mich nicht unterkriegen von dem, ich kann es weiter schaffen und jetzt kommt Playoff und das ist sowieso die geilste Zeit. Die wollte man nicht verpassen, oder?